This podcast is brought to you by LMU Munich. Allerdings kann man daran zweifeln, ob sie wirklich mittelalterlich ist, wie ich heute sagen werde. Also erstens lebte sie bis ins 15. Jahrhundert. Also je nachdem, wo man die Grenze zwischen Mittelalter und Renaissance legt, ist sie mittelalterlich oder nicht. Man nennt sie oft spätmittelalterlich, aber sie ist in mehreren Hinsichten irgendwie typisch Renaissance als Denkerin. Und deswegen bietet sie eine gute Schlussstation für unsere Vorlesung. Allerdings denke ich nicht, dass ich eineinhalb Stunden mehr über Christine zu sagen haben werde. Also ich werde erstens Christine fertig besprechen in zwei Wochen, zweitens ein paar Beobachtungen und Feststellungen über unser ganzes Thema anbieten und drittens dachte ich, es wäre eine gute Gelegenheit, Fragen zu beantworten, falls Sie Fragen haben noch und falls ich die Antworten weiß. Also es wäre gut, wenn Sie in den kommenden zwei Wochen nachdenken würden, ob Sie irgendwelche Meinungen, Feststellungen oder Fragen haben. Ich werde auch bei der Sitzung eine Umfrage verteilen über also diese Student Evaluation Form. Okay. Katharina von Siena und Christine de Pizan. Erstens könnte man sich fragen, was sie gemeinsam haben, außer dass sie beide in der englischen Sprache mit C anfangen. Und ein Grund, wofür ich sie zusammengesetzt habe, ist, dass sie doch was Gemeinsames haben, was sehr auffällig ist und was wir bisher nicht hatten. Nämlich, dass sie beide in der Politik engagiert waren und sogar anscheinend einflussreich waren. Wir kennen sie beide zum Teil durch Briefe, die sie an verschiedene Leute geschickt haben, also Episteln oder oft kürzere Briefe. Ja, im Fall von Katharina haben wir wirklich hunderte davon, also ich glaube in der Nähe von 400 Briefe, erhalten. Also es ist wirklich sehr beeindruckend, einfach als gebliebenes Textkorpus. Das ist an sich sehr interessant und überraschend. Wir haben von ihr auch einen Text namens Il Dialogo della Divina Provvidenza, wovon Sie entnehmen können, erstens, dass ich kein Italienisch kann, wegen an meiner Aussprache, und zweitens, dass sie wieder eine Autorin ist, die in Volkssprache geschrieben hat. Das gilt übrigens auch für Christine de Pizan, die auf Französisch schreibt. Also jetzt haben wir zweimal Französisch gehabt, wir haben Englisch gehabt mit Juliana von Norwich, wir haben Deutsch, Holländisch und jetzt Italienisch. Also sozusagen alle Volkssprachen des Mittelalters sind vorgekommen. Ich würde sagen, dass die politische Haltung von Katharina und Christine ist nicht unähnlich. Sie wollten beide Einfluss ausüben, um Streitereien und erstens um Streit zu vermeiden und Krieg zu vermeiden. In Katharinas Fall hauptsächlich wegen der Papststreit im 14. Jahrhundert. Im Fall von Christine hauptsächlich Streit zwischen verschiedenen Adligen in Frankreich zu ihrer Zeit. Sie lebten beide in sehr schwierigen Zeiten, wie Sie wahrscheinlich kennen. Sind wir jetzt im Zeit vom 100-Jahre-Krieg. Man soll auch daran denken, dass die Pest ihr Gipfel hat in Mitte im 14. Jahrhundert, also als Katharina jung war, ein bisschen bevor Christine geboren wurde. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich meine, es gibt Städte, die ein Drittel der Bevölkerung in einem Jahr verloren haben. Also von daher war es wirklich eine sehr unruhige Zeit der europäischen Geschichte und sie reagieren beide darauf. Was
für uns interessant ist, ist, dass diese zwei weibliche Autorinnen in der Lage waren oder die Gelegenheit hatten, politisches Einfluss auszuüben. Und man fragt sich natürlich, warum. Ich würde sagen, Katharina ist hier vielleicht eine Figur, die für uns eher bekannt ist, indem sie ihren Einfluss hauptsächlich dadurch erreicht, dass sie einen Ruf hat für Frömmigkeit, Selbstbeherrschung und so weiter. Und sogar für Wunder. Also sie passt mehr in unserem Bild von dieser sozusagen Linie von Hildegard bis Juliana. Sie passt sehr gut rein. Sie ist vor allem für ihre Askese bekannt und auch für ihre Wunder, die ich bald erwähnen werde. Also es ist wirklich vorwiegend eine religiöse Figur. Mit Christine haben wir eigentlich was Neues und das wäre noch ein Grund zu sagen, okay, hier sind wir irgendwie jetzt in Renaissance und nicht im Mittelalter. Sie scheint wirklich Einfluss zu haben, nicht dadurch, dass sie Wunder schafft oder dass sie Mystikerin ist, sondern weil sie wirklich sehr gut ausgebildet ist, sehr gut schreiben kann, sehr überzeugend ist. Also sie ist wirklich sozusagen auf Augenhöhe als intellektuell mit Theologen und anderen männlichen Gelehrten ihrer Zeit. Ein Beispiel dafür ist ein Streit, die ich dann eigentlich erst in zwei Wochen besprechen werde, nämlich das sogenannte Querel de la Rose, wovon Sie entnehmen können, dass ich auch kein Französisch kann. Und das heißt Streit über die Rose, nämlich den Roman der Rose. Das habe ich schon erwähnt, das ist ein Minnewerk mit philosophischen Zügen und ein Text, den Christine angegriffen hat, zum Teil wegen Passagen in dem Werk, die frauenfeindlich sind. Und das gehört zu einer Reihe von Werken, wo sie sozusagen die Ehre der Frauen verteidigt gegen Angriffe von der Theologie oder der Literatur oder wie auch immer. Und von daher können wir sagen, dass Christine mehr oder weniger die erste Denkerin ist, die wir gesehen haben, die man als feministisch irgendwie einordnen könnte. Natürlich ist es irgendwie feministisch, dass sie alle geschrieben haben oder überhaupt sozusagen existiert haben, aber sie ist die erste, die wirklich die Frauen thematisiert und positiv für Frauen gegen Frauenfeindlichkeit argumentiert. Und ich dachte, das wäre ein gutes Schlussthema, wenn ich das in zwei Wochen bespreche. Also von daher sind die zwei sehr, sehr unterschiedlich, aber immerhin gibt es diese Gemeinsamkeit, dass sie beide politische Denker waren, könnte man sagen, obwohl Christine viel mehr, ich meine, sie kann man wirklich ohne Zweifel als politische Denkerin beschreiben. Sie hat Werke über Politik geschrieben, über politische Philosophie, die vergleichbar sind mit Werke über politische Philosophie von früheren mittelalterlichen Autoren. Katharina nicht. Also Katharina hat nur, ihre politischen Ideen sind eher implizit in den Werken, die sie geschrieben haben, nämlich diese Briefe, wo sie immer für Einheit des Papsttums und andere politische Zwecke plädiert hat und eben in diesem Dialogo, das Gespräch über göttliche Vorhersehung. Also jetzt zu Katharina. Über ihr Leben sind wir sehr gut informiert und das dank einem Text namens Legenda Maior, also größere Legende, von Raymond von Capua, der sie gekannt hat. Und das ist wirklich Hagiographie, also seine Beschreibung ihrer Frömmigkeit, ihre Wunder und so weiter. Wahrscheinlich das Berühmteste über sie ist, dass sie die Stigmata bekommen hat, also die Wunde
Jesus Christus. Und das beschreibt er natürlich. Das war sehr umstritten, vor allem in späterer Zeit. Denn dieser Wunder ist natürlich auch mit dem heiligen Franziskus verbunden. Er war der Erste, der angeblich die Stigmata bekommen hat. Und später haben andere Franziskaner gewollt, dass nur Franziskus diese Wunder erleben darf. Und sie war weder Franziskaner noch Mann, wenn dann eher mit den Dominikanern alliiert, weil sie zu einer Gruppe von italienischen Frauen, das ist vielleicht ein bisschen mit diesen Nicht-Nonnen, die beginnen, vergleichbar, die wir vorher gesehen haben. Und die waren mit der Dominikanern alliiert. Also wenn, dann war sie eher nicht in der franziskanischen Gruppe. Und diese Franziskaner haben deswegen verneint, dass sie die Stigmata bekommen haben könnte. Das war alles, nachdem sie tot war, übrigens. Und sie waren erfolgreich, indem sie den Papst überzeugt haben, zu verbieten, dass Christine mit der Stigmata gezeigt wird im Bild oder dass das in schriftlich beschrieben wird. Ich persönlich habe keine Meinung darüber, ob sie wirklich die Stigmata bekommen hat. Also ich bin irenisch, falls irgendwelche Franziskaner hier heute anwesend sind. Okay, also erstens das. Zweitens ist sie bekannt dafür, dass sie sehr früh, sehr fromm war. Schon als Kind hat sie ewige Keuschheit geschworen. Und dann als Teenagerin hat sie dann eine sogenannte mystische Ehe mit Gott verschlossen, sogar mit Ehering, den nur sie sehen konnte. Oh. Und das wird alles natürlich ausführlich beschrieben von Raymond. Und das ist das Zweite, ihre Keuschheit. Das Dritte ist Askese. Und das ist vielleicht das Interessanteste von der philosophischen Perspektive. Sie hat alle die typischen mittelalterlichen Sachen gemacht. Also ohne Schlafen durch die Nacht gebetet, sich gepeitscht und so weiter. Aber was wirklich berühmt ist, ist, dass sie aufgehört hat zu essen. Und nur mit dem Eucharist sich ernährt hat und nicht überraschenderweise ist daran gestorben. Und zwar mit 33 Jahren. Und aus der damaligen Perspektive war das wirklich heldenhaft und ein sehr berühmtes und beeindruckendes Beispiel der Frömmigkeit. Aus der jetzigen Perspektive wird es manchmal vermutet, dass sie an Magersucht gelitten hat. Es gibt sogar ein Buch auf Englisch namens Holy Anorexia, also heilige Magersucht. Und dieses Buch nennt andere Fälle von Heiligen und vor allem Frauen im Mittelalter, die eine ästhetische Beziehung zu Essen hatten. Allerdings gibt es auch die andere Meinungen darüber. Zum Beispiel diese schon oft erwähnte Verbindung zwischen Körperlichkeit und Weiblichkeit im Mittelalter. Also man könnte zum Beispiel vorschlagen, dass dieses ästhetische Umgehen mit Essen ein Versuch ist, irgendwie Körperlichkeit entweder abzuwenden, also sozusagen sich zu weigern, körperlich zu sein, durch nichts essen oder vielleicht die Körperlichkeit selber zu kontrollieren und so weiter und so fort. Wir sehen, dass diese
zum Beispiel die Tatsache, dass sie nur das Eucharist gegessen hat, ist auch auffällig. Und wir sehen oft eine besondere Verbindung zwischen Eucharistessen und weibliche Denkerinnen und Mystikerinnen im Mittelalter. Es gibt ein ganzes Buch darüber namens Holy Feast, Holy Fast von Bynum. Und das ist ein Buch, was die Branche der Frauenstudien, ich weiß nicht, ob das Frauenstudien hier heißt, Women's Studies heißt in der USA. Also das ist praktisch ein Anfang für mittelalterliche Frauenstudien auf Englisch. Also da ist Katharina wirklich sehr wichtig. Also sie spielt eine wichtige Rolle in der feministischen Geschichte des Mittelalters, könnte man sagen. Ja? Missbrauchsgeschichte, die ich mir sehr gut vorstellen, erzählt davon für dieses so extreme Verhalten. Ja, kann man spekulieren, natürlich. Aber was wir von Raymond erfahren, ist, dass sie sehr konsequent durch ihr ganzes Leben, selbst als Kleinkind, könnte man so auslegen. Aber was interessant ist, ist, dass sie nicht nur, also sie hat diese Seite, also mystische Erfahrungen und Askese. Zum Beispiel ist Jesus ihr erschienen und hat ihr einen unwiderstehlichen Mund und Weisheit geboten oder versprochen. Und das ist wahrscheinlich eine Rechtfertigung von dem, was sie dann gemacht hat, nämlich an all diese große Politiker und Päpste zu schreiben und zu sagen, hey, reißt euch zusammen. Das ist mehr oder weniger ihre Methode. Zum Beispiel gibt es eine sehr schöne Geschichte über sie, dass sie war sehr kritisch über die Sitten in der Kurie, also im Papst Residenz. Und dann ist sie tatsächlich hingereist. Und der Papst hat sie gefragt, wie es ist, dass sie die Lage an der Kurie so gut versteht. Und sie sagt, selbst als ich hunderte Meilen weg war zu Hause, habe ich die Sünden hier an der Kurie besser verstanden, als die das hier begehen. Und er war sehr beeindruckt, angeblich. Also sie kommt sozusagen wie eine strenge, asketische Figur vor und Gipfel davon ist eben die Beschreibung, wie sie gestorben ist. Das kommt nicht von Raymond, sondern von einem anderen Getrauten von ihr, der sie beschreibt, wie sie im Bett liegt und es ist buchstäblich nur Haut und Knochen. Und also ihr Gesicht schaut immer noch perfekt und schön aus natürlich, aber ihr Körper ist völlig zerstört durch Hunger und ja, also man es liegt auf der Hand, warum hier Magersucht dann in Gespräch kommt. Allerdings ist sie eben nicht wie ein Schalt wie zum Beispiel Juliana, also nicht so abgelegt und entfernt von der Gesellschaft. Im Gegenteil, steht sie da vor dem Papst, versucht ihn einzureden, dass seine Kumpeln sich besser benehmen, schreibt an all diese Fürste, Päpste und so weiter und kennt sich wirklich aus. Ich meine, es ist nicht nur, dass sie sozusagen immer nur sagt, benimmt euch besser. Sie versucht sogar die politische Lage zu beeinflussen und vor allem diese Spaltung innerhalb der Kirche mit den zwei Päpste dann zu richten. Das war für sie sehr wichtig. Okay, also das ist alles geschichtlich interessant, ist sie auch philosophisch interessant. Meine Antwort auf diese Frage wäre wahrscheinlich nicht sehr, aber auch nicht uninteressant. Der Hauptwerk hier ist eben dieser Dialog, den ich schon erwähnt habe. Ein relativ langer Werk und das ist mehr oder weniger ihr theologisches Meisterwerk. Und also mein Eindruck beim Lesen war, das ist ein bisschen, als ob man in der Kirche sitzt und eine sehr lange Predigt zuhört.
Also man wird immer wieder ermuntert, sich gut zu benehmen und so weiter. Und es ist wirklich, hat nicht die philosophische oder sogar die theologische Züge, die wir bei Juliana und Margareta finden. Das ist natürlich nur meine subjektive Meinung. Also ich würde sie einladen, das selber zu lesen und selber zu entscheiden. Aber was ich persönlich schon daran interessant finde, ist, dass ihr asketisches Leben irgendwie durch diesen Text gerechtfertigt wird. Und hier sind wir natürlich wieder bei diesen Themen, die wir bei Juliana gesehen haben: Leiden, Sünde und so weiter. Also erstens können wir sagen, dass sie eher pessimistisch ist im Vergleich zu Juliana. Also als Erinnerung, Juliana war der Meinung, dass die Sünde gar nichts ist, also ein Nichtswesen ist. Das finden wir übrigens auch bei Katharina, wobei nichts so stark thematisiert. Und dass Leiden nur die äußere Erscheinung ist, dieser Sünde ist. Wir können Sünde dann an sich nichts wahrnehmen oder begreifen, weil sie nur ein Nichts ist. Und deswegen können wir die Sünde nur indirekt wahrnehmen durch das Leiden. Und Juliana ist wirklich, wir haben gesagt, sie ist wirklich sehr optimistisch, weil sie dieses Leiden irgendwie positiv bewertet. Also das Leiden ist eine Gelegenheit, so die Erfahrungen zu machen, die Christus gemacht hat, und irgendwie an seinem Leiden teilzunehmen. Also man ist irgendwie Mitarbeiter im Prozess der Rettung der Menschheit durch Leiden. Für Katharina ist Leiden eher ein Resultat von Irrtum und Falschgehen. Also für sie ist das, also ihre Idee ist viel, also es wird konservativer oder traditioneller, könnte man sagen. Menschen sündigen, und wenn sie sündigen, das führt dazu, dass sie leiden müssen. Und deswegen, das ist schon interessant, sagt sie, dass die fromme Asketikerin wie sie leidet nicht, wenn sie zum Beispiel Hunger hat oder nicht schläft oder sich peitscht oder sowas, weil das eben nicht aus Sünde kommt, sondern aus der Wille, mit Gott vereinigt zu sein. Also die Idee ist, ihre Idee ist, dass Leiden dadurch entsteht, dass man eine Wille hat, die der Wille Gottes entgegengesetzt ist. Was übrigens hier interessant ist, ist das wirklich Philosophie? Die philosophische Beobachtung ist immer eine literarische Beobachtung, aber trotzdem interessant. Wenn man an Dante denkt, natürlich ein Vorgänger von ihr, der auch auf Italienisch geschrieben hat und den sie auch zitiert oder erwähnt, oder nicht erwähnt, aber sie hat ihn gelesen und würde von ihm beeinflusst. Es gibt Passagen in ihrer Werke, die offensichtlich von Dante übernommen wurden. Und wenn man Inferno von Dante liest, sieht man genau diese Erklärung des Leidens der verdammten Seelen. Die wurden verdammt, weil sie eine Wille haben, die dem Guten entgegengesetzt ist. Also das heißt, Gott entgegengesetzt ist. Und also von daher hat sie, wie gesagt, eine traditionelle Auffassung gegenüber diesem Problem des Bösen, was wir letzte Woche besprochen haben, weil ihre Idee ist, wir sind schuld und wir können nie genug leiden dafür, was wir gemacht haben. Und sie bietet sogar ein Argument dafür. Sie sagt, wenn wir gegen Gott agieren, dann gehen wir gegen das unendliche Gute, und um das gut zu machen, müssen wir unendlich leiden, was wir natürlich nicht können, Gott sei Dank. Und deswegen ist, wenn wir bestraft werden, das ist immer sozusagen milder als das, was wir verdient hätten.
Also es ist wirklich sehr streng und überhaupt nicht so optimistisch wie bei Juliana. Trotzdem, wenn man Juliana und Katharina fragt, warum man asketische Praxis unternehmen soll, wäre die Antwort mehr oder weniger das Gleiche, nämlich um unsere Sinnlichkeit, unsere körperlichen Aspekte oder sogar tierische Aspekte zu unterdrücken und zu schwächen. Also sie nimmt auch Wörter wie Sinnlichkeit, wie Sensualität bei Juliana her und ironischerweise sagt mehrmals, dass man mit männlichem Mut diese Sinnlichkeit bekämpfen soll. Also sie ist so weit entfernt von feministisch zu sein, sagt sie mehr oder weniger, der Asket ist männlicher als der das nicht macht. Für sie ist dann die Tugend auch mit dieser Askese dann angebunden. Und hier kann man sie wieder mit zum Beispiel Margareta vergleichen und sagen, dass sie wieder vielleicht traditioneller von ihrer Auffassung her ist, weil sie eben die Tugend sehr empfiehlt, genau wie Juliana. Und beide sagen, okay, tugendhaft zu leben ist eben diese untere Luste zu unterdrücken und zu überwinden. Allerdings sollte man nicht denken, dass, und das hatten wir bei Juliana, vor allem bei Margareta und jetzt auch bei Katharina, soll man nicht denken, dass asketisch zu leben genügt. Also diese Askese, sagt sie mehrmals, ist wirklich nur ein Mittel, um tugendhaft zu leben. Also ich denke, das könnte man mit platonischen Ideen aus der Antike vergleichen. Genau wie die Platoniker in der Antike lehrt Katharina, dass Unterdrücken der körperlichen Lüste zwar gut ist, aber nur gut als Mittel ist, damit die höhere Seele dann sich auf die Wahrheit konzentrieren kann. Für die Platoniker war diese Wahrheit natürlich die Formen. Für sie ist natürlich die Wahrheit Gott, aber es ist ähnlich. Wie steht sie in Beziehung mit der Geschichte der Philosophie? Also ich habe schon gesagt, dass sie von Dante was übernimmt und Sie können wahrscheinlich schon irgendwie ahnen, dass sie die Geschichte der mystischen Werke wahrscheinlich mehr oder weniger gut kennt. Aber sie scheint auch die Hauptströmung der lateinischen Theologie gut zu kennen. Erstens kann man sagen, dass sie Thomas von Aquin mindestens, also sie nähert seine Lehre an. Also wie gut sie Thomas wirklich kennt, ist eine andere Frage. Aber es gibt mehrere Hauptthesen, die bei Thomas vorkommen, die bei ihr wieder auftauchen. Zum Beispiel, wenn wir uns fragen, okay, Tugend, Askese, das ist ein Mittel, um irgendwas zu machen. Was denn? Also was wollen wir am Ende erreichen? Antwort, wir sollen Gott erblicken. Vielleicht im nächsten Leben, aber wenn möglich in diesem Leben. Das ist genau das, was wir in Thomas finden. Also die Idee, dass die Seele nur zufrieden werden kann, wenn die Seele das höchste unendliche Gut erreicht und begreift. Und das ist natürlich Gott. Allerdings gibt es hier zwei Unterschiede. Erstens scheint Katharina wirklich der Überzeugung zu sein, dass man das in diesem Leben schaffen kann, wie wir bei diesen anderen Mystikerinnen hatten, während Thomas diese Gottesschau wirklich nur für das nächste Leben dann einplant, sozusagen. Also er würde verneinen, dass man in diesem Leben Gott erblicken kann, weil wir in diesem Leben nur durch Sinneswahrnehmung Wissen erlangen können und Gott ist natürlich nicht durch Sinneswahrnehmung begreifbar. Also das ist ein Unterschied. Ein zweites Unterschied ist,
dass sie betont mehrmals in diesem Dialog, dass Ciencia oder also das Wissen, also rationelles Wissen, nicht der Weg sei, Gott zu erreichen. Das ist natürlich sehr im Gegensatz zu jemand wie Thomas, sondern muss man hoffen, dass man die Gnade Gottes bekommt. Das passt natürlich sehr gut zu ihrer eigenen Erfahrung als Mystikerin. Also ihr würde mehrere solche Erfahrungen geschenkt und das ist für sie besser als das, was die Gelehrten an der Universität dann machen können. Sie sagt auch, zum Beispiel, wenn du gute Beratung haben willst, finde jemand, der fromm ist, nicht jemand, der gelehrt ist. Das könnte vielleicht eine Beobachtung sein über die Gelehrten, die in ihrer Zeit gelebt haben, oder sogar eine Beobachtung über die Gelehrten, die in allen Zeiten leben. Da müssen Sie selbst Ihre Meinung ausmachen. Früher als Thomas Aquin ein offensichtlicher Vorgänger für ihre ganze Herangehensweise ist Augustinus. Der Text ist ein Dialog zwischen ihr oder zwischen ihrer Seele und Gott, genau wie die Bekenntnisse des Augustinus oder andere Werke. Soliloquien von Augustinus auch. Also das ist ein Modell, was wir durch Mittelalter haben. Zum Beispiel bei Anselmus haben wir das auch. Und das ist eine typische Eigenschaft der augustinischen Literatur, die auch bei Catilina auftaucht. Okay? Also so viel zu Catilina von Siena. Ich glaube, sie passt sehr gut in unserem Bild von Mystikerinnen, vor allem im 14. Jahrhundert, ist irgendwie gut zwischen Margareta und Juliana zu verorten. Und also um ehrlich zu sein, es kann sogar sein, dass ich sie eher ein bisschen langweiliger gefunden habe, einfach weil ich zuerst die Vorlesungen über Margareta und Juliana vorbereitet habe. Also wenn ich zuerst Catilina gelesen hätte, wäre ich wahrscheinlich mehr beeindruckt. Aber die Themen kamen mir etwas bekannt vor. Okay, hat jemand Fragen über Catilina? Oder will jemand sie verteidigen als interessanteste aller 14. Jahrhunderte Mystikerinnen? Hatte sie nie Probleme dann mit der Kirche, wenn sie immer so aggressiv? Interessanterweise nicht. Also im Vergleich zu Margareta hatte sie, weil es gibt sogar Briefe, wo sie sehr boshaft Bischöfe schimpft, zum Beispiel. Aber ich glaube, ihr Ruf war, ich meine, nachdem sie gestorben ist, wurde sie kontrovers, wie gesagt. Aber mein Eindruck ist, dass sie, also vielleicht gibt es Ausnahmen, wovon ich nicht weiß, aber mein Eindruck ist, dass sie immer so viel Respekt hatte durch ihre Lebensweise, dass sie dann die Stimme der Moral sein dürfte. Ja, das ist schon interessant. Ja? Welche Herkunft war sie da? Sie ist aus Italien, von Siena. Ach so, ja, sie kommt schon von einer reicheren Familie. Ja, ich meine, wie ich oft gesagt habe, können wir fast davon ausgehen, dass all diese Frauen aus der oberen Schicht kommen, sonst könnten sie nicht lesen und schreiben. Ich meine, sie schreiben auf Volkssprache und unsere Reaktion darauf ist vielleicht, sie können nicht Latein oder sie können nicht auf Latein schreiben, aber immerhin können sie schreiben. Und sie kennt sich sehr gut mit diesen anderen Texten aus. Also sie war sehr gut ausgebildet. Okay. So, wenn keine Frage ist, keine Frage mehr gibt, dann gehe ich zu Christine de Pizan. Auch in Italien geboren. Also wir denken an sie immer als eine französische Autorin. Und das ist sie auch, aber sie kam aus Italien und als Kind mit 4 oder so ist sie mit der Familie zum Hof des französischen Königs Karl V. In Frankreich gegangen.
Ich habe schon gesagt, das war eine sehr instabile Zeit und ihre Werke sind mit dieser Situation immer, sie setzt sich mit dieser Situation immer auseinander und versucht vor allem die Streitereien zwischen den Adligen in Frankreich, vor allem um den Königtum, zu heilen und plädiert immer wieder für Frieden und dass kein Bürgerkrieg ausbrechen soll. Nicht mit viel Erfolg, aber sie hat das versucht. Man sieht sogar an manchen Titeln ihrer Werke, zum Beispiel sie hat ein Werk namens Das Leiden des Krieges oder das Folgen des Krieges und ein Werk Le Livre de la Paix, also Buch über Frieden, geschrieben. Ihre schriftliche Karriere fängt ab den 90er oder sogar spät in den 90er, 1399. Also wir sind hier an der Wende zum 15. Jahrhundert, wo sie zuerst Gedichte schreibt. Aber dann schreibt sie eine ganze Reihe von anderen Werken, Briefe wieder, Bücher, polemische Bücher, Bücher über Kriegskunst. Dieser Text über Chevalerie ist eine Beschreibung, wie man sich im Krieg verhalten soll. Dazu komme ich zurück. Eben dieses Buch über Frieden oder ein Buch über politische Körper. Und sehr wichtig, was ich in zwei Wochen besprechen werde, die Stadt der Frauen, wo sie versucht zu zeigen, dass Weiblichkeit und die Tugend vereinbar sind. Also sie versucht zu widerlegen den Eindruck, dass den viele hatten natürlich damals, dass Frauen zu schwach sind, wirklich tugendhaft zu sein. Und wie gesagt, nimmt sie auch teil oder ist sogar der das auslöst, diese Querelle de la Rose, wo sie sich beklagt über die unangemessenen Passagen in dem Roman de la Rose. Okay, für heute wollte ich wirklich nur über ihre politische Philosophie sprechen, denn die ist sehr interessant und findet normalerweise statt damit, dass sie sogenannte Fürstenspiegel schreibt. Okay, was ist ein Fürstenspiegel? Das ist ein Text, der an einem Herrscher gewidmet ist und versucht, den Herrscher zu beraten, wie er herrschen soll, wie er regieren soll. Und normalerweise ist der Botschaft, dass die Herrschaft gut werden wird, nur wenn der Herrscher gut ist oder tugendhaft lebt. Und das ist definitiv ihre Idee. Das ist ihre Hauptidee in ihren politischen Werken. Solange der Herrscher gut ist, ist der Staat gut. Und wenn der Herrscher böse ist oder Laster begeht, dann ist der Staat unerfolgreich und schlecht. Diese Tradition des Fürstenspiegels, das geht weit zurück in die Antike. Das finden wir auch in der arabischen Welt oder der islamischen Welt. Zum Beispiel gibt es Fürstenspiegel, die angeblich von Aristoteles für Alexander der Große geschrieben wurden. Und die wurden dann ins Arabisch übersetzt und so weiter. Das ist natürlich nicht wirklich von Aristoteles. Ja? Aha. Dass es diese Auffassung gab, also wenn der Fürst, da war dann, also wenn der Fürst gut ist, dann ist der Staat auch gut. Es ging vor allem immer darum, ist der Fürst quasi geordnet, ist der Staat auch geordnet. Ja, ja, und ich kann hinzufügen, in Indien haben wir das auch. Es gibt viele, natürlich alle diese Legenden über Könige, oder man könnte an Kautilya denken und sein Arthashastra, das ist genau diese Idee. Also er wird manchmal mit Machiavelli
verglichen, weil die Idee ist, wenn der Herrscher die Beratung des Schreibers oder des Autors folgt und gut herrscht, dann muss alles gut gehen, sozusagen. Wobei Kautilya ein bisschen zynischer ist als Christine. Ein interessanter Vergleich, natürlich näher zu Christine, ist Machiavelli, also ein näher Vergleich als Kautilya in antike Indien. Und Machiavelli wäre Christine und Machiavelli, und ich werde was dazu sagen. Ja? Das gilt bis heute noch mit dem Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ja, genau. Danke. Hätte ich selber sagen sollen. Das sagen wir nicht auf Englisch, oder? The fish? Nein. Klingt auch nicht so gut. Okay. Also sie schreibt alle diese Werke, wo sie versucht, und das ist vielleicht noch eine Erinnerung an Katharina, sie versucht, diese adligen und mächtigen Leute zu überzeugen, dass sie besser regieren sollen. Aber interessanterweise ist ihre Beratung hauptsächlich, sei gut und dann wirst du gut regieren. Zum Beispiel schreibt sie an den Enkel von König Karl V. und erklärt, dass er 7 Tugenden besitzen musste, nämlich Besonnenheit. Und Besonnenheit ist übrigens die Quelle aller Tugend. Also es ist Prudentia. Also die Idee ist, dass man gut kalkulieren können muss, um die, also man muss erstens die gute Zwecke identifizieren können und zweitens die richtigen Mittel identifizieren, diese gute Zwecke zu erreichen. Das ist übrigens eine sehr aristotelische Idee. Das geht zurück zu der aristotelischen Theorie von Phronesis in der nikomachischen Ethik, und das ist die Urquelle ihrer Idee der Besonnenheit. Es ist auch sehr aristotelisch zu behaupten, dass Besonnenheit die Quelle oder Ursache der ganzen Tugend sei. Also Besonnenheit und dann Gerechtigkeit, Großherzigkeit, Tapferkeit, Gnade, Großzügigkeit und Wahrhaftigkeit. Und in jedem Fall entfaltet sie die Bedeutung der Tugend, zum Beispiel dadurch, dass sie erklärt, dass Wahrhaftigkeit, das ist natürlich das Offensichtliche, also dass er nicht lügen soll, aber die Wahrheit zu sprechen und gut zu sprechen, heißt nicht nur nie zu lügen, sondern mit Elan und Eloquenz reden zu können. Und dann nimmt sie Ideen aus der ganzen rhetorischen Tradition und erwähnt lateinische Textbücher über Rhetorik und so weiter. Sie ist wirklich sehr, sehr gut ausgebildet. In diesem Buch über Frieden zum Beispiel hat jedes Kapitel am Anfang ein Zitat, und dann nimmt sie dieses Zitat als Motto für das, was darauf folgt. Und sie zitiert natürlich die Bibel oder andere christliche Werke, aber auch Aristoteles, Ovid, Virgil und so weiter. Manchmal auch mittelalterliche Autoren, aber vorwiegend antike Autoren. Diese Breite von klassischen Werken und Autoren, die sie kennt, ist noch ein Grund, sie als Renaissance-Denkerin einzuordnen und nicht mittelalterlich. Also man könnte sie sehr gut mit Humanismus im 15. Jahrhundert verbinden, und sie scheint wirklich sehr bewusst klassische Werke aus der römischen Zeit immer zu nehmen, oder eben Aristoteles, und das ist typisch Renaissance. Man könnte vielleicht darauf einwenden, das hatten wir schon im Mittelalter, zum Beispiel haben wir das mit Johannes von Salisbury, John of Salisbury, der in seinem Polykratikus im 12. Jahrhundert was ganz Ähnliches macht. Das ist wie ein Fürst, das ist mehr oder weniger ein Fürstenspiegel, zitiert alle diese klassischen lateinischen Werke und so weiter. Aber das würde fast meinen Punkt irgendwie beweisen, denn das wird oft der
12. Jahrhunderte Renaissance genannt. Johannes von Salisbury und ähnliche Autoren. Also man könnte fast sagen, dass sie dieses Projekt, so ein politisches Engagement mit der klassischen Werken der Antike, sie übernimmt das aus früheren mittelalterlichen Autoren und will das fortsetzen in ihren Texten. Also bis jetzt klingt das interessant, dass sie politische Werke geschrieben hat, aber die politische Theorie klingt ein bisschen blöd, wenn wir ehrlich sind. Also wenn nur Merkel netter wäre, hätte das alles mit Griechenland, also oder wenn David Cameron nicht so ein Depp wäre, dann wäre Brexit nichts geschehen. Das ist eigentlich relativ plausibel. In dem Fall. Schlechtes Beispiel. Nehmen wir Obama. Okay, Obama scheint sehr tugendhaft zu sein, meiner Meinung nach. Aber immerhin all diese Probleme. Ja? Und es ist nicht plausibel zu sagen, ja, wenn er nicht nur ein bisschen tugendhafter wäre, wäre die Wirtschaft besser oder bla 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 bla. Okay? Es ist komplizierter als das, möchten wir sagen. Und deswegen könnte das ein bisschen enttäuschend vorkommen, aber was gut ist, ist, dass sie sozusagen auf den Weg, dieses tugendhaftes Leben zu beschreiben, bietet sie eine andere Art Beratung, die viel realistischer ist und vielleicht mehr an Machiavelli erinnert, als an dem, was wir in der mittelalterlichen Politikschriften finden. Zum Beispiel sagt sie immer wieder, dass wenn man schlecht herrscht, zum Beispiel wenn man geizig ist oder sowas, dass man dafür bestraft wird. Und zwar nicht von Gott, sondern weil alles schief gehen wird. Zum Beispiel wirst du kein Geld haben, die Armee zu bezahlen. Oder ein anderes Beispiel ist, sie bespricht die reiche Schicht der Gesellschaft und sagt, da muss man aufpassen, weil wenn man das Volk unterdrückt, dann kann alles sehr schlecht laufen und nicht weil du unrecht bist, sondern weil das Volk dann geärgert ist und dann werden sie in Aufstand aufbrechen. Also das ist eine sehr praktische Art Beratung und irgendwie mehr wie Realpolitik sozusagen, als das, was wir zum Beispiel in Johannes von Salisbury finden. Was sie allerdings mit jemand wie Johannes gemeinsam hat, ist die Idee zum Beispiel, dass die ganze Gesellschaft wie, und das ist ein sehr typisches Metapher, die wir immer in mittelalterlicher Politik, politischen Philosophie finden, der Staat ist wie ein menschlicher Körper. Und das ist zurück zu dem Fisch mit dem Fischkopf. Der Herrscher ist der Kopf und die anderen Mitglieder der Gesellschaft sind die Glieder des Körpers. Zum Beispiel ist die untere Bevölkerung sind die Füße, weil alles muss von dem Volk unterstützt werden, weil das Volk das Essen erntet für den Körper des Staates. Oder manchmal wird das Volk mit dem Magen verglichen, aus dem gleichen Grund. Oder die Krieger sind wie die Arme, die kämpfen können und so weiter. Und sie hat auch diese Idee und deswegen auch die Theorie, die zurück zur Antike und zu Platon geht, nämlich dass wenn jeder Mitglied und jede Schicht der Bevölkerung die richtige Aufgabe erfüllt, dann ist der Staat erfolgreich. Und man muss dann man muss ihre Beratung über den Herrscher in diesem Zusammenhang verstehen. Also die Idee ist nicht nur sozusagen magisch, wenn er gut ist, dann weil er verdient hat, dass er erfolgreich ist, wird Gott schauen, dass er erfolgreich ist. Das ist nicht die Idee. Gott spielt
nicht keine Rolle in ihrer politischen Philosophie, aber kommt erstaunlich wenig vor. Zum Beispiel die Tugenden, die sie hier erwähnt, sind nicht die theologische Tugend, sondern die aristotelische Tugend, die wir aus der nikomachischen Ethik kennen. Sie erwähnt zwar die drei theologische Tugend, aber nur en passant, was wirklich sehr wichtig ist und was für sie strukturell wichtig ist. Ich meine, sie strukturiert ihre Werke nach der Liste der Tugend. Das sind die säkulare Tugend, wie Besonnenheit, Tapferkeit und so weiter. Oder ein anderes Beispiel, genau wie Machiavelli, beschreibt sie, was, und übrigens auch wie Johannes von Salisbury, beschreibt sie, wie es schief gehen kann für Herrscher, dadurch, dass sie Beispiele aus der römischen Geschichte nimmt und erwähnt, oder, und auch aus der biblischen Geschichte. Und sie sagt, ja, jener Imperator war geizig und deswegen ist das alles passiert. Und das scheint nichts vorwiegend Strafe von Gott zu sein, sondern nur die praktische Folge davon, dass der Herrscher seine Aufgabe nicht erfüllt. Das ist nicht zu sagen, dass zum Beispiel Strafe Gottes überhaupt abwesend ist. Das kommt auch vor, aber es spielt eine kleinere Rolle. Und deswegen könnte man sagen, sie ist irgendwie sie bildet vielleicht eine Mittelphase oder Übergang von jemand wie Johannes von Salisbury, wo Gott ist wirklich erst das Instrument der Strafe in der politischen Zusammenhang, und Machiavelli, der natürlich sehr, sehr praktisch und realistisch und zynisch ist. Also sie ist nicht so weit wie Machiavelli, aber ist ein Schritt in diese Richtung. Um konkret zu sein, beschreibt sie die vier Gruppen, die den Staat bilden, nämlich die Adligen und die das sind die vier Schichten, die dem Herrscher, die unter dem Herrscher sind, also mit dem Herrscher fünf. Also es gibt Herrscher ganz oben, dann gibt es die Adligen und dann die Ritter, die vielleicht in Ruhestand sind, und dann Klerus, also die Priester, und dann das Volk. Und interessanterweise behauptet sie, dass der gute Herrscher Beratung von allen vier Schichten dann nehmen soll. Und das ist ein sehr wichtiges Thema in ihrer politischen Philosophie. Und übrigens auch vielleicht eine Erinnerung an was wir in Kautilya finden, in Indien, weil es ist genau sein Punkt auch, dass der beste Herrscher dann Beratung nehmen muss, aber natürlich auch Machiavelli. Also irgendwie könnte man sogar sagen, dass diese Fürstenspiegel-Tradition natürlich dazu neigt, immer zu behaupten, wenn du gute Beratung nimmst, dann bist du erfolgreich als Herrscher und ich bin der gute Berater. Aber was natürlich ist sehr interessant, dass Christine das macht als Frau. Sie würde dann auch im Gegenteil sagen, wenn die Berater schlecht sind, das ist eine typische Quelle von Katastrophe für den Staat. Zum Beispiel, zurück zu ihrem Hauptthema fast, Krieg entsteht sehr oft, also oft durch Laster des Herrschers, auf jeden Fall, aber auch sehr oft wegen bösen Berater, die den Herrscher beeinflussen und ihn immer wieder anstoßen, Krieg zu führen, weil sie irgendwelche hinterlistige Zwecke haben. Zum Beispiel, sie können reich werden, wenn ein Krieg entsteht. Oder weil sie einfach schlechte Menschen sind. Und sie warnt, also erstens muss man natürlich gute Berater dann immer nehmen, aber zweitens muss man wieder selbst als Herrscher wirklich tugendhaft sein, weil diese schlechten Berater werden deine Laster erkennen können. Zum Beispiel, wenn du eine Schwäche für Essen oder Frauen hast, dann werden die Berater dann
dich ablenken durch Frauen oder Essen und deine Schwäche dann ausnutzen. Also nochmal ist Tugend das Geheimnis des politischen Erfolgs, Tugend in dem Herrscher und Tugend in der Berater. Und was hier interessant ist, ist, dass sie den Eindruck gibt, dass der Herrscher nicht in Alleingang erfolgreich herrschen kann. Er kann nur in Unterberatung allen vier Schichten, sogar von dem Volk, erfolgreich herrschen. Und das ist vielleicht ein bisschen zu großzügig, aber auch nicht völlig unplausibel. Zuerst, wenn man Christine liest, denkt man, oh, wie schlimm. Sie ist noch eine mittelalterliche politische Denker, der, in diesem Fall die, behauptet, dass man immer nur einen Mann haben muss, autokratische Führer, der alles entscheidet. Und es kommt nur darauf an, ob dieser Mann gut ist oder nicht. Und das ist natürlich eine politische Theorie, die wir nicht akzeptieren können. Und ich würde nicht behaupten, dass wir ihre politische Theorie akzeptieren können, aber der Eindruck ist milder vielleicht, wenn wir bemerken, dass sie auch diese Idee hat, dass der Herrscher immer in Auseinandersetzung mit guter Beratung dann herrschen muss. Ja? Wer verbirgt sich hinter dem Volk? Ich meine, es waren über 80% Analphabeten, ja. Die Frau allein, ja. Eigene. Mhm. Den meint sie aber nicht, sondern sie meint wahrscheinlich Bürger, wenn sie schon. Ja, das stimmt. Und sie, also das ist interessant. Also ihre Kommentare zur unteren Schicht sind sehr interessant. Und sie hat Positives dazu zu sagen und auch Negatives. Zum Beispiel sagt sie, und das erinnert wirklich sehr an Machiavelli, das ist wirklich so praktische Beratung, was man nicht machen soll. Was man auf gar keinen Fall machen, ist, das Volk zu bewaffnen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil sie sind ungebildet, haben ihre eigenen Zwecke, sind gefährlich, die sind sozusagen Banausen, die sehr gefährlich werden, wenn sie dann Krieg führen können. Und aus dieser Passage zum Beispiel können wir den Eindruck gewinnen, dass sie das Volk wirklich, also wenn sie an das Volk denkt, sie denkt nicht an sozusagen 85-95%, nicht diese Schicht, ich glaube, sie denkt wirklich an die 80%. Was sie genau, und ich würde zustimmen, dass sie stellt sich nicht vor, dass der König irgendeinen Bauer nehmen soll und ihn fragen, was er machen sollte. Das nichts. Aber der Punkt ist, dass sie, es gibt vielleicht die drei Hauptgruppen in der Bevölkerung, sogar später auch in der französischen Geschichte kennen wir diese Idee. Die Estates, weiß nicht, wie das auf Deutsch da, ja. Man soll sich einigen mit der Kirche, mit dem Armee, also mit den Rittern und auch mit den Bauern sozusagen, also mit dem Volk. Immerhin, also wenn es darum geht, was ihre Beziehung mit der unteren Klasse geht. Also die meisten Forscher sind der Meinung, dass sie wirklich sehr elitär ist. Also wenn sie über das Volk spricht, dann normalerweise sehr böshaft. Und was sie machen möchte, ist sichern, dass die adlige Klasse an der Macht ist und vereint ist und führt, ohne unter sich zu kämpfen. Sie sagt, oder ein anderes Beispiel ihrer Einstellung hinsichtlich Adligkeit und Nichtadligkeit ist, dass sie sagt relativ oft Sachen wie, ein Adliger soll sich nicht benehmen wie ein normaler oder ein Untertan. Oder wenn du adliges Blut hast, dann sollst du dich dementsprechend benehmen, sagt sie solche Sachen. Vielleicht die interessanteste Passage aus dieser Hinsicht ist eine Passage, wo sie sagt, Menschen sind zwar alle gleich von der Natur her,
weil sie alle Menschen sind, außer dass wir davon ausgehen können, dass die Tugend oder vielleicht Tendenz für Tugend vererbt werden kann. Und sozusagen, wenn du adliges Blut hast, hast du bessere Chancen, tugendhaft zu sein. Und wenn du, wenn du nicht tugendhaft bist, das heißt, dass du noch enttäuschender bist. Übrigens, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, dass ihrer Meinung nach muss der Herrscher noch tugendhafter sein als die meisten Menschen, weil es wichtiger ist, aber auch weil er in der Lage ist, das zu tun, weil er eben so adelig ist und dieses gute Blut hat, sozusagen. Also sie ist sehr aristokratisch, auf jeden Fall. Wie war denn Ihre Einstellung den Frauen gegenüber, der Position der Frauen? Wie hat sich das thematisiert? In zwei Wochen, wie gesagt, werden wir sagen, dass sie sehr viel dazu zu sagen haben. Aber als politische Frage das habe ich auch überlegt und ich konnte nie erkennen, dass sie an Herrscherinnen denkt. Sie denkt an männliche Herrscher und schreibt an männliche Empfänger, also die Adressaten der Briefe. Oder diesen Fürstenspiegel, dieser Fürstenspiegel auf jeden Fall, sind immer Männer. Soweit ich weiß. Ja? Eine Schulbildung für das Volk? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nein, sie scheint auch davon auszugehen, dass es sozusagen Definition des Volkes ist, dass sie nicht ausgebildet sind. Ja. Okay, jetzt ein Thema, was ich dann näher besprechen wollte, weil das ist ein gutes Beispiel von dem, wie sie politische Philosophie schreibt oder ihre Grundideen und vor allem die Wichtigkeit der Beratung, kommt, wenn sie Krieg bespricht. Und das wollte ich besprechen, erstens, weil es an sich interessant ist und zweitens, weil es wirklich ein Hauptthema ist für sie, weil, wie ich es mehrmals gesagt habe, ist ihr Hauptpunkt in den meisten Werken, oder in mehreren Werken mindestens, unter diesem Fürstenspiegel, ist, den Herrscher zu überzeugen, dass er Krieg nicht führen soll, außer dass es wirklich notwendig ist. Und auch nur, wenn es gerecht ist, Krieg zu führen. Und deswegen könnte man sich fragen, wann ist es gerechtfertigt, Krieg zu führen und wann nicht. Und hier steht Christine am Ende, oder eigentlich in der Mitte, aber für uns am Ende einer langen Tradition der Überlegung im Mittelalter über gerechtfertigte Krieg. Und deswegen wollte ich ein bisschen dazu sagen, als Hintergrund für ihre Ideen über Krieg. Ich werde für die restliche Zeit wahrscheinlich 15, 20 Minuten über mittelalterliche Kriegstheorie sprechen. Und dann werde ich sagen, was Christine dazu gesagt hat. Okay, Eröffnungsfrage für unser Thema ist natürlich, wie kann man Krieg überhaupt rechtfertigen, wenn man Christ ist? Also wenn man die Bibel liest, könnte man mindestens aus manchen Passagen den Eindruck gewinnen, dass Jesus immer betont hat, dass man friedlich mit anderen Menschen zugehen soll. Zum Beispiel, wenn man angegriffen wird, soll man die andere, wie heißt das? Ja, das. Zudrehen soll. Und im Allgemeinen, wenn man sich fragt, würde Jesus Christus in einem Krieg kämpfen? Die Antwort scheint nein zu sein. Und den Eindruck hatten auch mehrere antike Christen. Zum Beispiel Tertullian war ausdrücklich gegen Krieg im Allgemeinen. Und Origenes sagte, dass Christen können in einem Krieg teilnehmen und helfen, aber nur durch Beten. Also sie beten für Erfolg des Staates, aber sie dürfen nicht kämpfen.
Und aber natürlich sind Origenes und Tertullian schon in einer Zeit, wo man wir sind hier im 2., 3. Jahrhundert, wir sind hier in einer Zeit, bevor die ganze Bevölkerung christlich geworden ist. Also sie konnten sozusagen zur Seite stehen und sagen, okay, ihr Heidnische, ihr dürft die Barbaren dann bekämpfen und besiegen, wir schauen zu und beten für euch. Im besten Fall. Vielleicht beten wir für euch nicht. Und nachdem Konstantin das römische Imperium christlich macht, haben wir sozusagen ein Problem. Jetzt müssen wir als Christen definieren und rechtfertigen, wann wir Krieg führen dürfen und wann nicht. Und hier ist der erste und einflussreichste Denker, wie fast immer, Augustinus. Und Augustinus ist übrigens im Allgemeinen interessant zu dieser Frage von der Gewalt und was die Kirche als Maßnahmen unternehmen kann, um sich selbst oder die Wahrheit oder das Gute zu schützen. Zum Beispiel ist Augustinus auf jeden Fall dafür, dass man Heretiker umbringen kann und dass man Gewalt ausüben kann, um Spaltung innerhalb der Kirche zu verhindern und so weiter. Typisch ist seine Einstellung den Donatisten gegenüber, wo er bereit war, sozusagen für alle Maßnahmen gegen diese seiner Meinung nach heretische Christen. Er sagt zum Beispiel sogar, manchmal ist das Hilfreichste, was man für jemanden machen kann, ist ihn umzubringen, wenn er Heretiker ist, weil wenn er weiterlebt, macht er nur weiter Böshaftes, und wenn man ihn umbringt, kann man das mindestens stoppen und er schadet sich nicht mehr dadurch, dass er weiter sündigt. Okay? Also ist relativ streng, der liebe Augustinus. Aber trotzdem, natürlich weiß er, dass Gewalt an sich was ist, das Christen nicht beabsichtigen sollen. Um dieses Problem zu lösen, ruft er auf die Zwecke oder Intention, die man hat, wenn man Krieg führt. Also die Idee ist, wenn du in einem Krieg kämpfst oder wenn man als Herrscher einen Krieg dann startet, sollte man das nur machen zwecks irgendwas Gutes. Und wenn man das macht, ist man sozusagen im Klaren. Das ist okay. Aber wenn du Krieg führst, weil du Reichtum erwerben willst oder Rache haben willst, das ist schlecht. Also für ihn ist die Frage, ob die Motivation hinter dem Krieg gut ist oder schlecht. Und je nachdem, ist der Krieg gut oder schlecht. Das könnte man sagen, ist natürlich eine sehr liberale Definition des Berechtfertigens Krieges und ist vielleicht sogar ein Zirkelschluss. Also wenn der Krieg richtig ist, dann ist der Krieg richtig oder sowas. Allerdings ist es nicht völlig unhilfreich, vor allem für normale Soldaten ist es gut zu wissen, also wie du dich benehmen darfst, und die Grenze sozusagen ist, du kannst dich nur so benehmen, wie du dich benehmen würdest, wenn du nur gute Motivationen hättest. Zum Beispiel kannst du nur nicht Städte völlig vernichten oder Frauen vergewaltigen oder sowas, nur weil der Krieg irgendeinen bestimmten Zweck hat, wo der Zweck gut ist. Außer, dass man den Zweck besser durch diese Mittel erreicht. Okay? Und also nach Augustinus werden diese Bedingungen schärfer definiert, vor allem durch Isidoros von Seville oder Sevilla. Und Isidoros hat ein Werk geschrieben namens Etymologien.
Das ist ein sehr interessantes Werk und sehr lustig irgendwie. Also eine Reihe von Wörtern mit kleinen Erklärungen und oft sind die Erklärungen sehr unüberzeugende Versuche zu zeigen, wie das Wort abgeleitet werden kann aus anderen lateinischen Wörtern oder auch aus Altgriechisch. Aber er deckt sozusagen alle Themen ab, weil er so viele Wörter beschreibt. Ein riesiges Werk, wovon wir zahlreiche Handschriften haben, weil der Werk so einflussreich war in der Antike, in meinem Mittelalter. Und auf jeden Fall, er kommt irgendwann Krieg zu besprechen und er gibt eine Definition des gerechtfertigten Krieges. Und diese Definition wird immer erwähnt und zitiert in mittelalterlichen Texten über Krieg, zum Beispiel von Thomas von Aquin. Also hier ist die Definition. Ein Krieg ist gerechtfertigt, wenn erstens der Krieg formell ausgesprochen wird. Also man muss sozusagen ankündigen, dass der Krieg stattfinden wird. Erstens das. Also du kannst nicht hinterlistig Krieg starten. Du wirst sagen, okay, ab jetzt Krieg. Erstens das. Zweitens kann man Krieg nur führen, um das Gestohlene zurückzugewinnen oder sich zu verteidigen. Natürlich ist das viel schmäler als, also das Fenster für guten Krieg ist viel schmäler hier als das, was Augustinus sagt. Also hier haben wir eigentlich nur zwei Fälle, wo wir Krieg führen dürfen. Und in beiden Fällen sind wir irgendwie defensiv. Also jemand hat uns Unrecht getan, sie haben was gestohlen oder sie greifen uns an, gerade jetzt. Und wir müssen entweder unser gestohlenes Zeug zurückgewinnen oder müssen uns verteidigen. Ich glaube, also selbst sehr friedliche Leute könnten mit dieser Definition wahrscheinlich leben. Was man nach dieser Definition nicht machen darf, ist zum Beispiel das Land nebenan anzugreifen, nur um mehr Territorium zu besitzen. Weil das Land gehört dir nichts, wurde von dir nicht gestohlen, du kannst es nicht haben. Okay? Was man machen dürfte, ist, der andere Armee von dem anderen Land kommt in dein Land, klaut Kühe, laufen zurück, dann dürftest du nachlaufen, um die Kühe wieder zu nehmen. Aber selbst dann hat man den Eindruck, da müsste man aufhören. Also man dürfte nicht das ganze zweite Land erobern, nur um die Kühe zurückzuhaben. Okay? Offensichtliches Problem, wenn das die offizielle Definition der gerechtfertigten Kriege ist, wie kann man dann erklären, dass 99,9% der mittelalterlichen Kriege nicht dieser Regelung folgen? Antwort: Mittelalterliche Philosophen und Theologen sind meisterhaft darin, Definitionen raffiniert zu verstehen. Und in diesem Fall haben sie die Definition zwar übernommen, aber so ausgelegt, dass sie zum Beispiel Kreuzfahrtkriege berechtfertigen konnten. Wie? Die Muslime sitzen auf dem Heiligen Land, das gehört uns, das würde gestohlen. Oder noch allgemeiner, wir schützen uns gegen einen Angriff von einer anderen Religion, also wir schützen Gott sozusagen, weil Gott angegriffen wird. Wenn man so denkt, könnte man allmählich die Vermutung haben, die könnten alles berechtfertigen, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Zum Beispiel gibt es mindestens theologische Autoren im Mittelalter, die sagen, dass man erlaubt ist, das heilige Land von den Muslimen zurückzuerobern, aber man dürfte nicht alle Länder der Muslime erobern, weil das gehört uns nicht. Okay, also die nehmen das schon ernst und versuchen zu zeigen, dass die Kriege, die geführt werden, wirklich sozusagen die Regeln folgen.
Okay, das ist sozusagen das erste Problem oder die erste Frage über gerechtfertigten Krieg. Welche Kriege sind gerechtfertigt? Zweite Frage, wer darf Krieg führen? Zum Beispiel dürfte ich, wenn jemand von mir was klaut, kann ich zu ihm gehen und sage, okay, ich bringe dich jetzt um, weil du hast mein iPod geklaut? Weil laut der Definition anscheinend schon. Ja? Also der hat was gestohlen, deswegen kann ich gegen ihn Krieg führen. Das klingt ein bisschen seltsam und ist wahrscheinlich nicht die Idee. Und deswegen müssten die Theologen, die darüber geschrieben haben, die müssten erklären, was der Unterschied ist zwischen so einem Fall und einem gerechtfertigten Krieg. Und deswegen sagen sie, es kommt wirklich darauf an, wer du bist. Weil die meisten Leute haben einen Obertan, der in der Lage ist, Gerechtigkeit zu verteidigen oder auszuüben. Zum Beispiel, wenn sie mein iPod klauen, ist es nicht erlaubt, dass ich gegen sie Gewalt ausübe, weil ich kann zur Polizei gehen und sage, die Studentin in der ersten Reihe bei mir in der Vorlesung hat mein iPod geklaut. Ich kann beschreiben, wie sie ausschaut. Ja, es ist nicht mehr zwischen uns, sondern zwischen uns und dem Staat. Und im Allgemeinen kann man deswegen nur Krieg führen, wenn man eine Position der Autorität hat mit keinem Obertan. Also wenn keine Autorität über dich sitzt, dann kannst du natürlich nicht zu diesem Autorität rennen und sagen, hey, er hat das von mir genommen. Also Hauptbeispiel ist natürlich, dass Könige, weil sie gleichrangig ganz oben in der Gesellschaft, der mittelalterlichen Gesellschaft sind, sie dürfen und können und müssen unter sich Krieg führen, weil es gibt keine United Nations oder sowas, keine Vereinigten Nationen, die entscheiden kann, wer Recht hat. Deswegen, wenn sie sich streiten, wenn einer behauptet, der andere hat Unrecht getan, dürfen sie und müssen sie sogar Krieg führen. Anderes Beispiel, Gott kann Krieg führen oder Krieg verlangen, weil Gott natürlich keinen Obertan hat. Also niemand sitzt über Gott per Definition. Und deswegen sehen wir im Alten Testament, dass Gott immer wieder Krieg verlangt. Also er empfiehlt oder verlangt, dass die Juden Krieg führen. Und das darf er, weil er eben ganz oben sitzt, sozusagen. Jetzt im Mittelalter tut Gott das seltener, aber dafür haben wir den Papst. Deswegen kann der Papst auch stellvertretend für Gott Krieg führen. Schlau, oder? Also man sieht, wie gesagt, wie raffiniert die mittelalterlichen Theologen sind. Letzte Frage, wie darf man sich im Krieg verhalten? Und das wird sehr oft diskutiert, zum Beispiel, kann man hinterlistig sein im Krieg? Kann man zum Beispiel sagen, dass man aufgibt und dann überraschenderweise eingreifen, nachdem der Feind dann aufgehört hat zu kämpfen oder nicht? Und da finden wir unterschiedliche Meinungen zu sehr detaillierten Fragen. Oder zum Beispiel, wenn man eine Stadt angreift und die Stadt gibt auf, darf man die Stadt erobern und zerstören oder nichts? Es gibt verschiedene Meinungen darüber. Oder darf man, wenn man Heretiker angreift, wie zum Beispiel in Südfrankreich gegen die Katharen, darf man die Christen, die untermischt sind, umbringen oder nicht? Antwort: Ja. Sie sind schuld dran, dass sie nebendran wohnen. Es gibt ein berühmtes Beispiel, wo die Kreuzfahrtkrieger haben einen Krieg in der Macht genommen, und der General wurde gefragt, wie sie die Heretiker finden sollten, um sie umzubringen. Und er hat gesagt, alle umbringen, Gott wird seine eigene kennen. Nice. So,
was man auch aus diesen Texten dann entnehmen kann, ist, dass die normalen Soldaten und Adligen, die wirklich Krieg ausgeführt haben, waren anscheinend sehr nervös, dass sie vielleicht in die Hölle kommen wegen ihrer Verhaltung im Krieg. Wenn man diese Geschichten hört, ist kein Wunder. Und es gibt eine Reihe von theologischen Werken und Werken der Beratung, einschließlich die Werke, die Christine schreibt, die erklären, was man machen muss und nicht machen muss, um sozusagen schuldlos von Kriegs nach Hause zu kommen zu können. Und was hier sehr auffällig ist, ist, dass die Hauptströmung in der Tradition ist zu sagen, keine Sorge, der Herrscher ist eigentlich schuld. Also wenn der Herrscher, wenn der König oder der Imperator, wenn er sich entscheidet, Krieg zu führen, müssen alle seine Untertanen für ihn kämpfen. Das ist natürlich grundsätzlich in mittelalterlicher Gesellschaft. Und wenn er so entscheidet, auch wenn er Unrecht hat, bist du nicht schuld dran, weil du hast die Aufgabe, für ihn zu kämpfen. Das ist deine Aufgabe. Seine Aufgabe ist zu entscheiden, ob man kämpfen soll oder nicht. Also selbst in einem Krieg, in einem unrechten Krieg kann man mit Gerechtigkeit selber kämpfen, weil der König schuld dran ist, dass der Krieg stattfindet, nicht du als Soldat. Alles, was du machen musst, ist schauen, dass du nicht während des Krieges unangemessen gewalttätig kämpfst. Zum Beispiel Frauen oder Kinder umbringen im Krieg. Das darf man nicht, weil man eben die gute Zwecke da nicht erreicht. Und deswegen könnte man sagen, dass diese ursprüngliche augustinische Idee, dass die gute Zwecke und Motivation, die hinter dem guten Krieg steckt, das sollte nach der Meinung dieser Theologen sichern, dass man schuldlos durch den Krieg kommt, selbst als Soldat. Okay. Was sagt Christine zu diesen Fragen? Erstens, im Allgemeinen, den Eindruck habe ich wahrscheinlich schon gegeben, aber das möchte ich betonen, sie ist viel, viel strenger gegen Krieg als all diese anderen Autoren. Also ihr Punkt, wenn sie Krieg diskutiert, ist immer zu sagen, warum man das nicht machen soll. Also die Einstellung ist nicht, ihr dürft wahrscheinlich Krieg führen, aber es gibt ein paar es gibt ein paar Ausnahmen. Eher ist ihre Botschaft, man sollte eigentlich fast nie Krieg führen. Und nicht nur, weil es Unrecht ist, oft, das sagt sie auch, aber weil es eine schlechte Idee ist. Das ist nochmal der Schritt in Richtung Machiavelli. Also Krieg, sie abratet, Krieg zu führen, nicht nur, weil Krieg eine Sünde ist, das auch, aber weil Krieg wirklich sehr gefährlich ist für den Staat. Und das erklärt sie durch das sehr alte Thema von Glück und Fortuna im Krieg. Und sie sagt zum Beispiel, jeder Herrscher, sei er auch so stark, ist schwächer als Glück. Also du kannst eine Armee haben, der dreimal so groß ist wie der gegnerischen Armee und trotzdem verlieren, weil es ist immer ein Glücksspiel, Krieg. Und ihrer Meinung nach, sind die Herrscher, die Krieg führen, haben fast immer zu viel Selbstbewusstsein, also sie sind immer zu zuversichtlich und denken, ja, natürlich gewinne ich. Aber sobald man sozusagen auf diesen Weg dann fährt, hat man keine Ahnung, was passieren könnte. Es ist immer besser, die Zwecke durch Diplomatie zu erreichen. Erstens das. Zweitens, sie wiederholt all diese alte Regelungen für Krieg, also nur um gestohlene Sachen zurückzuerobern, nur um Unrecht zu bestrafen und so weiter. Also das sagt sie alles, aber sie fügt was anderes hinzu, was sehr interessant ist. Und das geht zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, über Beratung. Also sie sagt, um Krieg zu führen, muss
der Herrscher zwei Sachen tun. Er muss Beratung nehmen von guten Beratern. Und implizit ist hier wahrscheinlich die Idee, gute Berater werden immer abraten, Krieg zu führen. Also man muss sozusagen Berater haben, die dazu neigen, immer zu denken, Krieg ist nur was, was wir uns erlauben, wenn es wirklich anders überhaupt nicht geht. Also erstens sollte man das machen und zweitens, wir nehmen hier an, wir führen nur Krieg, wenn der Feind irgendein Unrecht getan hat. Und deswegen muss man dem Feind die Gelegenheit anbieten, sich selbst zu berechtfertigen. Also er muss die Chance haben, zu erklären, warum er gemacht hat, das, was er gemacht hat. Nur wenn er das überzeugend gerechtfertigen kann und nur wenn diese friedenliebende Berater, selbst die, wenn sie auch Krieg empfehlen, dann kann man Krieg führen. Hier ist interessant, erstens, also drei Sachen. Erstens, was ich schon gesagt habe, der Herrscher soll nicht einfach in Alleingang entscheiden. Da denke ich immer an das, was George W. Bush gesagt hat, I'm the decider. Also ich entscheide mich, das ist für sie falsch. Er muss entscheiden, aber er muss mit einer Gruppe von guten Beratern entscheiden. Und nicht nur sozusagen nach Gefühl führen, wie er gemacht hat. Erstens das. Zweitens will sie den Herrscher wirklich sozusagen entfesseln mit diesen Regelungen, die Krieg sehr unwahrscheinlich machen. Und drittens, und das ist abstrakter, was sie hier empfiehlt, ist, dass guter Krieg ist nicht nur hat nicht nur damit zu tun, dass die Zwecke des Krieges gut sind oder dass es ein guter Casus Belli gibt, also Ursache des Krieges. Das genügt nicht. Man muss auch die richtige Methode benutzen oder man muss durch den richtigen Prozess arbeiten, bevor man Krieg führt. Zum Beispiel, also das könnte man vielleicht mit der jetzigen Idee, dass ein Land nur direkt hat, Krieg zu führen, wenn der Krieg irgendwie legal ist. Natürlich ist es übertrieben zu sagen, dass sie irgendeine Ahnung von internationalem Gesetz oder sowas, aber wirklich ist es wirklich sehr auffällig, dass sie berechtfertigte Krieg nicht nur durch zum Beispiel Zwecke oder sowas definiert, wie wir vorher in der Tradition haben, sondern auch dadurch, dass man nur zum Krieg kommt durch einen Überlegungsprozess, was selbst irgendwie den Krieg auch mitberechtfertigt. Und das ist wirklich sehr interessant. Also es ist nicht ohne Grund, wird sie nicht nur als eine, also natürlich ist sie eine sehr interessante Denkerin unter Denker ihrer Zeit, weil sie weiblich ist, was sehr auffällig ist und so weiter. Aber sie ist, ob Frau oder Mann, ist sie wirklich eine interessante Denkerin in der Geschichte der politischen Philosophie. Und zum Beispiel, wenn ich Vorlesungen über politische Philosophie von, was weiß ich, Aristoteles zu Hobbes oder sowas, wenn ich das unterrichten würde, würde ich auf jeden Fall Christine de Pizan dann auch abdecken wollen. Wir sind mit ihr noch nicht fertig. In zwei Wochen werde ich ihre Ansichten über Frauen besprechen. Nächste Woche kommt Frau Professor Dr. Mandela, also nicht verpassen. Aber wir sehen uns in zwei Wochen. Okay? Dankeschön. Sie wird